Online-Marketing ist ganz einfach umzusetzen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting, Experte für die primär Neukundenakquise im IT, in der IT-Branche, für die IT-Branche, für IT-Experten, Dienstleister und Berater. Und ich höre halt immer wieder in den letzten, ja schon eigentlich in den letzten Jahren, könnte man fast so sagen, letzten Monaten, Jahren, das Thema ja von vielen Youngstern und auch Neulingen, Newcomern, könnte man so sagen, ne? Also sind wir so zwischen den mittleren 20ern, die aus dem Boden geschossen sind, an Online-Marketing-Experten, die auch ihre Berechtigungen im Markt haben. Sonst gäbe es sie ja wahrscheinlich nicht. Ne? Der Markt ist da relativ gnadenlos, zumindest auf mittel- und langfristiger Sicht. Und so gesehen, ja, so gesehen, ja. Ich muss nur gerade lachen, weil da kommt ein Hund auf mich zu. Okay, passt, der ist freundlich. Freundlicher Hund. Ja, genau. Und ja, also deswegen, also nochmal ganz kurz zurück zum Thema. Ja, Online-Marketing ist ganz einfach. Und jetzt möchte ich einfach hier mal, ja, ich bin ja auch schon ein bisschen älteres Semester, da gehe ich ja auch schon auf die 40 zu. Oder vielleicht sogar schon ein bisschen älter. Und ich habe ja selber in diesem ganzen Online-Marketing-Boom, ich würde mal sagen Online-Marketing-Boom 1.0, sagen wir so, ne, in den 2000er Jahren, in Deutschland immer so ein bisschen zeitverzögert, 2 bis 3 Jahre. Ich war damals auch sehr häufig international unterwegs und habe dort auch AdWords-Kampagnen, war mit involviert in der Erstellung von AdWords-Kampagnen. Als Consultant meine Erfahrungen sammeln dürfen und ich habe auch heute noch, sagen wir mal, befreundete Online-Marketing-Agenturen, Geschäftsführer von Online-Marketing-Agenturen, spezialisiert für das eine oder andere Thema meistens. Und das ist so, letztens war ich kurz mal zu Besuch und er erklärte mir so, dass letztendlich ihr ein AdWords-Team hat, ja, dass er sich nur auf Google AdWords spezialisiert hat, also nicht bezahlte Werbeanzeigen als solches, sondern nur Google AdWords. Und dass selbst innerhalb des Teams Spezialisten gibt, so wie bei mir zu meiner Zeit damals noch, als ich noch Freelancer war, sag mal, da gibt es eine Person, die macht den ganzen Tag nur Keyword-Recherche. Da gibt es eine nächste Person, die hat sich spezialisiert nur auf Werbetexte für die AdWords. Ja, dann die andere für die Bitpreise. Ja, also die checkt nur die Bitpreise, vergleicht die und dann gibt es wieder eine Person oder eine ganze Abteilung, die kümmern sich nur um die Analytics. Ja, die haben wieder mit den AdWords als solches gar nichts zu tun. Und sammeln nur die Daten auf und versuchen aus den Daten zu lernen und bessere Vorschläge zu machen ihren Kunden. Und das zeigt eigentlich schon, wie unheimlich komplex das Ganze ist. Und wenn du jetzt mal in der IT-Branche bist, ja, und hast noch weniger als 1 Million Euro Umsatz im Jahr, und das sind eben ganz, ganz viele, natürlich, auch weil die Technologiebranche eben boomt und viele starten halt mit einem kleinen Kapital. Und wollen halt langsam wachsen oder schnell wachsen, aber müssen halt irgendwann mal erstmal diese 1 Million Euro Hürde überspringen. Jetzt gehe ich mal hier rüber, weil da sind weniger Autos. Dann lohnt sich es einfach. In der Regel ist es sogar günstiger und besser und schneller, einfach ganz stinknormales Direktvertrieb zu machen. Direktmarketing oder Direktvertrieb. Zumal ja du deine Zielgruppe häufig von, sagen wir mal, im Internet rausziehen kannst, ja? Sagen wir mal ganz ehrlich.
du unterscheidest dich ja grundsätzlich im B2B-Geschäft als IT-Dienstleister, Berater oder Softwareentwickler zum Beispiel von einem B2B-Anbieter, der nie wirklich wissen kann, welche Persona jetzt gerade Bock hat auf einen Snickers. Ja, ganz, ganz doof gesagt. Und so gesehen ist es viel, viel schwieriger für dich, über Online-Marketing mit einem niedrigen Budget hier profitabel zu sein und wertvolle Leads zu generieren. Das heißt nicht, dass du nicht Online-Marketing irgendwann mit reinnehmen solltest. Völlig klar. Aber wichtig ist natürlich auch, dass du für alle generellen Keywords, ja, also alle, die dir als offensichtlich erscheinen, wo du für dich relevant sein könnten, selbst wenn du nur eine Teilbereich in der IT-Branche abdeckst, die natürlich schon belegt sind von den ganzen großen Systemhäusern, denen das Geld letztendlich egal ist, weil die haben genug Cashflow, die immer 20-30% über den vorgeschlagenen Bitpreis ihre Bits abgeben bei Google, ja, ein ganz kurzer Insight, und somit vom Preis her alleine schon, da sind wir noch gar nicht bei dem Thema Relevanz der AdWords, allein schon vom Bitpreis her, du als Kleiner überhaupt keine Chance hast wirklich, ja, weil du halt einfach überpreiste Klicks vor dir sitzen hast, das ist halt einfach eine Auktion und nichts anderes. Und von daher nochmal mein Appell an dich, dass du einfach schaust, dass du erstmal mit Direktvertrieb, Direktmarketing erstmal schaust, dass du auch, sag mal, deinen Kunden viel besser kennenlernst noch. Ja, dass du sagst, ich kann ja hier interaktiv mit meinen Interessenten, potenziellen Kunden halt einfach sprechen. Das kannst du ja zum Beispiel im Online-Marketing gar nicht machen. Ja. Das heißt, du bezahlst hier eventuell overpriced Attention, wo du noch in den Anfängen bist und eigentlich noch über deinen Kunden in der Lernphase bist, noch über deine potenziellen Interessenten und Kunden und über dein Angebot, welches dann im Matching-Verfahren oder im Qualifikations-Calls oder im Zuge des Direktmarketings, du auch diese Matching-Erfahrungen, diese Matching-Experience ja noch gar nicht hast, die du dann vielleicht in deinen Online-Marketing-Kampagnen irgendwann mal einfließen lassen kannst, wenn du, sag mal, über 1 Million im Jahr Umsatz machst. Ja? Und das wäre sozusagen meine Strategie, das ist auch die ich jedem meiner Kunden vorschlage, natürlich noch ein bisschen detaillierter und auch unterstützend, auch operativ unterstützend, die halt in den Anfängen sind. Ne? Und definitiv all diejenigen, die noch unter 1 Million Euro Umsatz machen, und das sind eben eine ganze Menge. Mal schauen, wie viel du brauchst ja für 1 Million Euro Umsatz. Ja, kannst du ganz einfach ausrechnen mit einem Tagessatz. Ja, also mal angenommen, du bist 80% ausgebucht, 90%, hast einen Tagessatz von durchschnittlich 1000 Euro. Kannst du ausrechnen, brauchst du mindestens 7, 8, 9, 10 Leute, um diesen 1 Million eben zu machen. Und die meisten fangen halt zu zweit oder zu dritt an und haben nicht auf einen Schlag 10 Leute da sitzen. Und ja, dann melde dich einfach bei mir, wenn du da auch in dieser Situation bist. Vielleicht können wir da vielleicht irgendwie weiterhelfen. Und schauen wir mal auf 1/2 Stunde oder so. Können wir uns mal austauschen. Und dann freue ich mich aufs Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Daumen hoch und Abo dalassen. Dann sage ich, dein Thomas Klein und Happy Hunting. Ciao, ciao.